Haha, Leute, wir haben ihn, wir haben den ersten Stahl gefunden, den Scharlachstahl, den haben wir im Goron-Tempel gefunden und das ist richtig super, aber es fehlen immer noch zwei weitere und deswegen machen wir uns gleich mal auf den Weg zum nächsten Stahl, würde ich sagen. Das ist der Stahl? Echt? Beeindruckt mich wenig. Nun, wie wär's, wir stechen in See und suchen die restlichen Stähle. Ja, klar doch. Alles klar, komm an Bord. Warte, wir müssen erst den Häuptling fragen, ob wir den Stahl behalten dürfen. Wir haben nicht die Zeit, uns lieb Kind zu machen. Nimm ihn dir einfach. Was ist wichtiger, die Gebräuche der Goron oder Tetra zu retten? Wir können ihn nicht so einfach nehmen. Das wäre, als ob wir ihn stehlen. Deshalb musst du zuerst den Häuptling um Erlaubnis fragen. Du solltest dich besser beeilen. Tetra und der Meereskönig brauchen unsere Hilfe. Alles klar, also muss ich doch nochmal mit dem Häuptling sprechen, meinetwegen. Das kann ich hier nochmal... Kann ich hier nochmal zu seiner Hütte latschen? Okay. Also gut, was heißt Hütte? Der lebt ja mitten im Berg drin. Haben wir ja hier keine richtigen Häuser. Also, ich muss schon zugeben, bei dem Bosskampf habe ich mich schon ein bisschen blöd angestellt. Aber geschafft ist geschafft. Und jetzt haben wir ja, wie ihr sehen könnt, schon die... zweite Herzreihe angefangen. Jetzt habe ich schon 9 Herzen, wenn es stimmt. Doch, 9 Herzen natürlich. Weil es gibt ja hier nur 16 Herzen, keine 20 in dem Spiel. Hier in diesem Sailor gibt es 16 Herzen. Aber ist ja halt so. So, Hallöchen. Oh, Maigoron hat mir alles über deine Aktivitäten erzählt. Als Dank schenke ich dir den Scharlachstahl. Koch ihn, brat ihn oder schmiede ihn, er ist dein, mach damit, was du willst. In Ordnung, Gorolink. Mir ist klar geworden, dass du jetzt auch dessen Stolz besitzt. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber die Zeit des Abschieds ist gekommen. Als Abschiedsgeschenk zahle ich dir deine Steuern zurück, Bruder. Ah, geil, ich habe 200 Rubine erhalten, einfach mal so. Danke. Ich habe einen kleinen Bonus für dich beigelegt. Eine Kleinigkeit von unserem Volk. Ich hoffe, dass dein Stolz mit der Zeit wachsen wird, Bruder. Ha, finde ich richtig nett eigentlich. 200 Rubine bekommst. So, hast du noch was zu sagen, Maigoron? Also verlässt du diese Insel, stimmt das, Gorolink? Ich werde so stark wie du. Und bis dahin sage ich nicht auf Wiedersehen. Ja, aber ich sag trotzdem auf Wiedersehen. So, alles klar. Dann können wir uns ja jetzt auf den Weg machen. Es gibt jetzt nur noch eine kleine Sache, die mich vielleicht ein bisschen stört. Ich habe nämlich immer noch zu wenig Rubine, um mir hier eine größere Kabelminentasche kaufen zu können. Die kostet nämlich auch wieder 1000 Rubine. Und ich habe aber, glaube ich, noch immer keine 1000. Sondern ich bin, glaube ich, noch ziemlich weit von den 1000 entfernt. So, ups. Also wird das wohl noch ein bisschen warten müssen. So, und oh, wir kriegen schon wieder Post, Leute. Eilpost, pass auf, ich komme. So, mal sehen, von wem wir dieses Mal einen Brief kriegen. Das ist ein Brief von Maigoron im Goron. Ach, so schnell? Dann lese ich mal. An meinen Bruder Gorolink. Wie geht es dir, Bruder? Mir geht es gut. Mir geht es sogar so gut, dass ich angefangen habe, auf einer kleinen Insel im Südosten Teilzeit zu arbeiten. Schau vorbei, wenn du in der Nähe bist, Bruder. Ich warte auf dich zusammengerollt zu einer Kugel. Dein Bruder Maigoron. PS, viel Spaß mit dem Geschenk. Und das ist ein Muttropfen. Sehr schön. Haben wir wieder einen dazu bekommen. Und so endet der Brief. Hast du alles verstanden? Da bin ich weg. Ja, mach's gut. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken. Menü, Sammlung. Aha, schon 6 Muttropfen und 8 Weisheitstropfen. Oh, wenn ich da wenigstens noch 2 Weisheitstropfen finden würde, hätte ich da auch endlich mal 10 Stück. Und wir haben auch schon 8 Schatzkarten. Und hier, wie gesagt, ist der Scharlachstahl. Und daneben kommt dann die anderen beiden Stähle hin. Und hier haben wir unsere Krabbelmintasche mit gerade mal 10 Krabbelminen. Aber es gibt, wie gesagt, hier noch 2 größere Exemplare. Eine muss ich eben kaufen und die andere kann ich wieder bei einem Minispiel gewinnen. Und übrigens wegen der maximalen Zeit der Phantomsanduhr, da ist es so, dass man maximal, also inklusive dem Sand, den man aus dem Meer auch noch dazu bekommt, kann man maximal 25 Minuten an Zeit haben. Mehr geht nicht. Also wollte ich nur so gesagt haben, aber dabei haben wir nur noch 18, also da kommt schon noch was dazu. So. Okay, aber jetzt können wir uns verpissen.
Er gehört uns, der Stahl gehört uns. Nun sind wir dem Schatz einen Schritt näher. Ich meine natürlich Tetra. Von wegen uns, du hast doch gar nichts gemacht. Du hast vielleicht Nerven, du glitzernder Wollfusel. Wir bringen alle Opfer. Vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt. Da freuen wir uns doch schon drauf. Wir zählen auf dich, Lienebeck. Lass uns losfahren und die restliche Stelle suchen. Yo. Alles klar, komm an Bord. Alles klar. So, und oh mein Gott, gerade hier in unserer Nähe ist Julien. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, je öfter ich gegen Julien kämpfe und sie besiege, desto mehr Rubine bekomme ich dann eigentlich von Lienebeck. Ja, und hier ist wieder ein Terre-Händler in der Nähe. Und zwei Schätze können wir uns hier auch schon mit Schatzkarten wiederholen. Dein Schiff gibt es da hinten auch noch. Das ist wieder jemand anderes. So, ich fahre jetzt einfach mal... Ja, naja, nicht direkt zum Terre-Händler. Ich fahre lieber zu dem NX, was es da gibt. Und los! Und weg sind wir. So, jetzt mal sehen, ob uns Julien bemerken wird, weil die steuert nämlich genau in unsere Richtung. Vielleicht kann man die hier sogar irgendwo sehen. Ja, da vorne kann ich sie eigentlich sehen. Das ist sie. Dann wird sie uns garantiert angreifen. Wie ich sie kenne. Oh, Feind in Sicht. So, damit ist jetzt nicht Julien gemeint, sondern der Gürk. Der ist aber gleich wieder abgehauen. Dann eben nicht. Was hat der denn für ein Gesicht? Ich mag ihn nicht. Und davon ist Jolene. So, feine Sicht und stirb. So, down. Die fährt aber genau für uns davon irgendwie. Also sie bemerken es glücklicherweise doch nicht. Sollen wir nur recht sein. Auf die kann ich pfeifen. So, schon wieder Octorok tot. Ja, ich habe gerade mal 625 Rubine. Ich brauche aber 1000 für die Krabbelmintasche. Das ist jetzt nicht so toll. Ja, vielleicht kann ich mal wieder Schätze verkaufen. Ich habe, glaube ich, fast gar keine Schätze. So, was? Feind in Sicht schon wieder? Wo? Wo? Achso, von da oben, glaube ich, kommen immer diese Flatterviecher, ja. Die merke ich auch viel zu spät. Diese fliegenden Augen. So, okay, jetzt sind wir da. Erstmal müssen die alle dran glauben. Mann, jetzt stirb doch mal. So, alle weg. Und jetzt Menü und Bergen, bitte. Mal sehen, was wir finden. Vielleicht wieder ein Schiffsteil. Oder vielleicht sogar schon wieder Sand. Es ist jetzt nämlich so, es gibt insgesamt 5 spezielle Schatzkarten. Ich meine, die unterscheiden sich zwar jetzt nicht wirklich genau von den anderen, vom Aussehen oder irgendwie so. Aber es sind halt 5 spezielle Schatzkarten, die mir immer... Also die mich immer zu einem zu einer Schatztruhe führen, wo mehr Sand für die Sanduhr drinnen ist. Also können wir quasi optionale 5 extra Minuten dazu bekommen insgesamt, weil wir finden ja da immer nur eine zusätzliche Minute Sand jeweils und nicht 2, so wie bei den Bossen, wenn wir die besiegen. Und insgesamt kann das eben, was mache ich denn hier? Insgesamt kann das eben 5-mal der Fall sein. Alter, wie viele von den Viechern sind denn hier unten? Ja. Und verdammt nochmal. Ja, was treibst du denn? Was soll ich machen? Diese Missgeburten hier überall rumschwimmen. So, und ich hab ihn. Zack, erwischt. So, und jetzt bitte vorsichtig nach oben, ja? Vorsichtig. Nicht wieder so einen Blödsinn verzapfen. Aber ich glaube, dass man den Bergensamm verstärken konnte, das ging leider wirklich nicht. Also, der bleibt, glaube ich, immer bei so einer... Lebensenergie von 5 Punkten. Ich glaube, mehr geht da irgendwie nicht, dass der irgendwie mehr aushält. Hätte ich aber persönlich cool gefunden. Aber man kann halt leider nicht alles haben. So, da muss man halt aufpassen. So, und hier ganz besonders. So, schön hier durch. Aber Vorsicht! Langsam, langsam. So, jetzt wieder schneller. Noch schneller. Noch schneller. Langsam. Ja. Oh, knapp gestriffen, aber Glück gehabt. So, wir sind schon oben. Er gehört uns. Du hast das Schiffsteil Bogengeländer erhalten. Ah, wieder ein neues Schiffsteil. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir fahren direkt zum nächsten Schatz, der hier in der Nähe von Terren wieder mal ist. Also etwa... Na, komm schon. So, etwa hier. So, und los geht's!
Und weg sind wir. Oh, Rubinqualle. Ich brauche viel mehr Money. Gib mir Geld. So, was für eine Sicht? Wo denn schon wieder? Da vorne? So, nee, es sind hier schon wieder... Schon wieder diese fliegenden Augen. Wo kommen die überall her? Die können mir nämlich genauso wehtun, aber... Ich glaube mal, jetzt haben sie sich wohl anders überlegt oder keine Ahnung. Leckt mich doch. So, gleich sind wir da. Gleich sind wir beim zweiten Kreuz. Mehr Schätze gibt es hier momentan leider nicht. Da bräuchte ich noch mehr Schatzkarten. Ich habe eh ziemlich wenig. 8 Stück gerade mal und 31 gibt es aber in dem Spiel. So, und anhalten. Menü, bergen. So, mal schauen, was wir diesmal finden. Noch ein Schiffsteil vielleicht? Oder doch nochmal Sand? Ah, hier haben wir gleich mal 20er dazwischen. Den hätte ich eigentlich gerne, aber... Es geht unbeschadet. So. Ja, sehr schön. Das müssen wir ausnutzen. Hm, auch Kleinvieh macht Mist. So. 685 Rubine. 686 Rubine. Und ja, das Vieh kann sich ruhig da verkrümmeln. So, und wir sind sogar schon wieder ganz unten. Und... Schwuppdiwupp und erwischt. So, und alles wieder retour. Ja, das Vieh ist aber auch ganz schnell die Richtung gewechselt, ey. Ganz schön gefinkelt. So, das ist halt wie gesagt wirklich so, je stärker der Bergungsarm beschädigt ist, desto mehr Geld muss ich halt dafür zahlen, um ihn zu reparieren. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt reparieren lassen wollen würde, kostet es mich, glaube ich, nur 20 Rubine oder irgendwie so. Also eh nicht so viel. Aber wenn ich noch mehr Schaden nehme, dann 50 und ich glaube, wenn er ganz im Arsch ist, dann sogar 100. So, aber das haben wir wieder geschafft. Und der Steinschlot. Schon wieder, den hatten wir glaube ich schon mal. Naja, den kann ich ja verkaufen, wenn ich ihn doppelt habe. Ist ja wurscht. So, gut, beide Schätze haben wir hier schon mal gefunden. Und jetzt steuere ich mal... Obwohl, wartet. Menü. Sammlung. Schätze. Ich habe zweimal nämlich hier noch immer diesen Goron-Bärenstein. Dieses Mineral ist wertvoll, weil es einen Käfer enthält. Ich glaube aber, dass mir mein Schatzgutachter sicher nicht so viel dafür zahlen wird. Weil es ist nämlich nicht wirklich wahr, dass das dass das fixe Preise sind, sondern das ist immer zufallsbedingt, wenn man ein neues Spiel beginnt, wird das vom Spiel vorher festgelegt, welcher Schatz wie viel wert ist und das ist dann immer wieder unterschiedlich. Wenn man wieder ein neues Spiel beginnen würde, könnte jetzt zum Beispiel die Krone von Ruto wie bei mir statt 50 Rubine dann plötzlich 150 oder 800 wert sein, das ist immer unterschiedlich. In Spirit Tracks ist es anders, da sind wirklich alle Schätze immer gleich viel wert. Je nachdem, wie wertvoll die sind, aber hier ist es halt leider doch zufallsbedingt. So. Aber ich fahre jetzt, wie gesagt, trotzdem mal zu dem Schiff. Vielleicht habe ich ja sogar Glück. So, hier. Schiff eines Reisenden und los! Ja, das ist nämlich auch ein ganz besonderes kleines Schiff. Mit besonderen Passagieren. So, jetzt mach doch mal hinne hier. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Ah, seht mal, da vorne können wir übrigens schon die nächste Insel sehen und schon wieder Feind in Sicht. So, schon wieder diese blöden Roboteraugen, ey, die gehen mir echt auf den Nerv. Lasst mich in Ruhe. Du auch. So, tot. So, und da sind wir auch schon. So, an Bord des Schiffes gehen, ja. Wer zum... Was sind das denn für Typen, ey? Die kennen wir doch auch aus Wind Waker und gleich 7 von denen. Also der Typ, den der es nachempfunden ist, der hieß ja, glaube ich, Fritz Gugel oder irgendwie so komisch. Hoho, wie seltsam. Plötzlich kann ich nichts mehr sehen. Hoho, Wie furchtbar unhöflich von mir. Ich bin ein Mitglied des Hoho-Stamms, jawohl. Ich komme aus dem Land ganz weit weg, jenseits des Ozeans, auf der Suche nach Schätzen. Wenn du Schätze besitzt, die unter dem Volk von ganz weit weg beliebt sind, zögere nicht, sie mir zu verkaufen. Ich zahle dir auch sehr viel mehr als die Läden hier in der Nähe. Ganz genau, von dem Typen können wir uns nämlich auch Rubine geben lassen für unsere Schätze. Allerdings
ist das immer unterschiedlich, welchen Schatz der haben will. Der kauft uns nämlich nicht immer alles auf einmal ab, sondern der sagt uns, was er haben will. Und das wäre halt das geil, weil er sagen würde, er hätte gerne Kronbeeren. Schon was anderes habe ich ja leider nicht dabei. Jeder im Lande ganz weit weg kennt... Oh, Perlenketten. Na super, habe ich ja gerade gar keine dabei, du bist doch kacke. Ja, wenn du sowas findest, möchte ich dir auf jeden Fall, dass du es mitbringst. Ja, schade, habe ich gar keine dabei. Er hat aber auch gesagt, Perlenkette und nicht schwarze Perlenkette. Es gibt ja auch noch normale weiße Perlen, aber die habe ich bisher noch nie gefunden. Also das ist jetzt natürlich Pech, aber es kann irgendwann auch sein, dass der sagt, er hätte gerne Kronbernstein und der zahlt wirklich meistens mehr als dieser Schatzgutachter bei Melka. Das sollten wir uns also gut merken, aber fürs Erste habe ich halt leider nichts dabei, was er will, also gehen wir wieder. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der jetzt gesagt hätte, ja, ich hätte gerne Goron-Bernstein, das wollte er halt nicht. So, und hier haben wir jetzt, na komm. So, hier haben wir die nächste Insel. Da finden wir übrigens auch schon den zweiten Stahl. Aber ihr seht, die Insel sieht ein bisschen eigenartig aus. Und, oh, jetzt hängen wir wieder fest, du bist doch ein Mongo. Dreh mal das scheiß Schiff hier rüber. Das sind der dumme Felsen da auch jetzt im Weg. So, und jetzt nochmal. Da geht's lang. So, fragt sich natürlich, wie sollen wir bei der Insel anlegen? Hey, was macht denn das ganze Eis hier? Wir können nicht anlegen. Link, aber ich habe meine brillanten Ideen. Nein, wirklich, kannst du es dir schon denken? Zeichne einen Kurs um die eisige Insel herum. Dann zerbrechen wir das Eis mit unserer Kanone. Ja, fein in Sicht war es schon wieder... Ey, die gehen mir echt so auf den Arsch, diese blöden Drecksaugen. Haut doch mal ab. Ah, 20 Rubine. Sollen sich verpissen, verdammt. Kann man eh voll schwer treffen. So. Also, damit wir hier bei dieser Insel hier anlegen können, die von massivem Eis umgeben ist, muss ich jetzt hier einfach mal am besten zweimal so einen Kreis um die Insel drumherum zeichnen. So. Und los. Und dann geben wir einfach Dauerfeuer mit unserer Kanone und zerstören das ganze Eis. So, und diese dämlichen Drecksaugen kommen ja schon wieder. Mann, lass mich in Ruhe. Geh weg. Missgeburt. Was sind das überhaupt für komische Dinge? Wo kommen die her? Ständig nerven die mich. So, gesterben. So. Also, wie gesagt, immer Dauerfeuer auf die Insel hier geben, dann können wir das ganze Eis schon wieder fein in Sicht. Ey, komm jetzt rechts, aber ey, das darf ja nicht wahr sein. Warum kommen die hier ständig zu mir? Lasst mich in Ruhe. Geh weg. Muss es weggehen. Du und deine kleinen Scheißbrüder hier oder was weiß ich. So. Muss mich ja doch darauf konzentrieren, dass ich hier die Info beballere, also das Eis. Ja, schon wieder fein in Sicht. Ey, die kommen hier ständig. Ich glaube, das ist Absicht, dass die mich hier stören. Die sollen sich mal ficken. Hau doch mal ab hier. Ich bin hier beschäftigt. Sicher nicht mit euch. So, ah, 20er. So, ah, seht ihr, haben wir schon mal das kaputt gemacht. Da ist ein Dorf. Kann man ein Dorf erkennen. So. Ich glaube, man muss halt so lange auf die Insel, auf das Eis ballern, bis alles weg ist. Bis das wirklich alles versinkt. Boah, ey, die gehen mir auf den Nerv, ey. Echt mal. Haut doch endlich mal ab, ihr scheiß Krüppelaugen. So. Ich werde gleich kommen wieder welche. Ja, fein in Sicht. Deine Mutter ist in Sicht. Mann, ey, die sollen sich verpissen. Wann ist denn jetzt endlich mal das ganze Eis da weg? Ah, so, das war gerade ein rotes Auge, deswegen habe ich einen 20er bekommen. So, und du stirbst auch noch. So, gleich ist das Eis weg. Oh, schon wieder fein in Sicht. Unglaublich. Und da war ein Frosch. Froschen. Wo? Frosch. Wo? Wo ist der Goldfrosch? Ich habe gerade einen Frosch gehört. Der war gerade irgendwo hier. Irgendwie so. So. Ich glaube, das war das letzte bisschen Eis. Jawohl. Alles klar, das Eis ist vollständig im Meer versunken. Hey, ich frage mich, was die Kreaturen uns auf dieser Insel erwarten. Ich platze von euch, lass uns die Insel erforschen, Link.
Ja, aber Moment. Die sind doch, glaube ich, schon wieder irgendwo an. Ich höre es noch immer so flattern. Nee, irgendwie nicht mehr. So. Wartet mal. Ich habe doch jetzt vorhin gerade irgendwo den Frosch gehört. So, das ist nämlich die Insel des Frostes. Ne, ein passender Name natürlich. So, nach Steuerbord. Aber eigentlich suche ich halt, wie gesagt, noch den goldenen Frosch hier, weil hierher konnten wir uns ja bisher noch gar nicht porten, weil wir ja ganz frisch angekommen sind. Der war doch jetzt gerade irgendwo hier, oder nicht? Froschi! Wo ist der goldene Frosch? Wo ist das Froschi? Ha? Hallo? Ach Mensch, wo war denn der? Der ist doch da irgendwo gewesen. So, Steuerbord. Bitte, das gibt's doch jetzt nicht. Wo ist denn dieser blöde Frosch? Nee, dann will ich aber jetzt hier nur sicher noch nicht anlegen. Nein. Ich werde den jetzt suchen, das ist mir jetzt egal. So. Ich will diesen verdammten goldenen Frosch finden und den einmal kurz mit der Kanone treffen. Der muss doch irgendwo jetzt gewesen sein. Wo ist dieses Mistvieh? Backboard. Da ist er ja. Los, triff, Link! Du musst treffen! Ah, erwischt! Autsch, guter Schuss, Kumpel! Der goldene Boss hat mir schon von dir erzählt. Willst du also wissen, was für ein Symbol du hier zeichnen musst, um mehr zu düsen? Ja, dann hier, guckst du! Aha, sieht aus wie ein W. Das ist das Symbol. Okay. Ja, solltest du dir besser notieren. Na dann, Menü. Seekarte. Vergrößern. Das sieht echt aus wie so ein W. So, warte mal, so und dann wum, wum. Okay, passt. Habe ich mir notiert. Ja, dann tschüss, wenn du bei meiner Froschkumpel beginnst, dann, ja, dann sag halt mal Hallo und so. Okay. Na bitte, habe ich den Frosch doch noch gefunden. Jetzt können wir aber anlegen. So. Insel des Frosts. Nach Backboard. Insel des Frostes. Hey Link, ich frage mich schon, wie es wohl wäre mit all dem Eis. Ach schau, alles ist schneebedeckt. Hatschi! Oh, wie in einem Märchen. Ja, und wir haben auch gerade hier die Inselbewohner gesehen, also kartenmäßig eigentlich überschaubar. Und da rechts drüben kann man sich gerade denken, das ist der Tempel, wo wir den zweiten Stahl finden werden. Aber auch da kommen wir natürlich nicht so einfach hin. So, was bist denn du für ein komisches Etwas? Hey, du. Du bist von da draußen gekommen, von jenseits des Eises. Hast du noch nie einen Anuki gesehen? Willst du uns den ganzen Tag lang begaffen oder kannst du auch reden? Was, du willst wissen, wo der Stahl ist? Woher soll ich denn was wissen? Das musst du den Inselhäuptling fragen. Ich habe keine Ahnung. Jo, eine ganz neue Rasse hier, die Anuki. Die gibt's nur in Phantom Hourglass und in Spirit Tracks, glaube ich, gab's die aber auch noch. Aber in anderen Zelda-Games gibt's die nicht mehr. Ich finde, die sehen irgendwie putzig aus. Keine Ahnung, was die eigentlich darstellen. So ist eine Mischung aus, keine Ahnung, Robbe mit Rentiergeweih und Menschengesicht. Irgendwie ganz eigenartig. Insel des Frostes. Der Inselhäuptling lebt in einem Haus auf dem Hügel nordöstlich von hier. You don't say. So, hier ist ja noch einer. Der Yuk-Stamm, der in den Eisfällen im Osten lebt, ist verrückt, wahnsinnig. Diese Biester sind so verrückt, ich will gar nicht darüber reden. So verrückt sind die. Ja, es gibt hier noch einen anderen feindlichen Stamm, den die hier nicht so leiden können. Oh, da ist eine Truhe, wie komme ich denn da hin? Ah, bestimmt nur mit einem neuen Gegenstand. Kann ich hier echt nicht mal rüberjumpen, irgendwie so mit ein bisschen Anlauf? Nee, geht sich ja leider ums Verrecken nicht aus, oder nicht? So, das Heim eines etwas sensiblen Anuki. Er ist sensibel. Hey, du, hast du gehört? Einer dieser haarigen Yuk hat sich hier eingeschlichen. Was, wie? Dann sage ich jetzt einfach mal, weiß ich. Was, du weißt es schon? Hey, vielleicht bist du ja der haarige Yuk, der sich als einer von uns verkleidet hat. Nee, ich wusste es.
So, okay, da scheint sich jemand irgendwie verkleidet zu haben. Naja, das werden wir dann noch herausfinden. Wenn dann aber erst im nächsten Part, Leute, weil jetzt ist erstmal Schluss. Wir haben jetzt die Insel des Frosts wenigstens schon mal erreicht. Aber wir müssen noch den Inselhäuptling finden. Alles klar. Und wenigstens können wir uns jetzt hier in die Nähe der Insel auch gleich mal hinporten. Es gibt aber, wie gesagt, in dem Meer auch noch einen zweiten goldenen Frosch. Ich glaube, etwas weiter im Norden oder so. Da können wir uns dann auch noch hinporten, wenn wir den auch noch finden. Aber jetzt ist erstmal Schluss, Leute. Bis zum nächsten Mal, jedenfalls bei Phantom Hourglass. Macht's gut und tschüssi.